Moin! Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marschmap ohne Gräben 3.0. Wir sind an der Weizenernte noch. Wir haben noch einen Drescher fahren mit automatischem Abfahrer. Und wir haben hier diesen Trecker am Laufen, der uns Stroh erstmal ins Silo fährt. Ich werde jetzt noch einen zweiten Trecker fertig machen mit einer Ballenpresse und werde ein paar Ballen pressen, die wir dann schön, fein, säuberlich hier zu den Rindern bringen können. Und dafür schmeiße ich mich jetzt einfach mal in meinen nächsten Traktor. Was wird das hier? Das geht doch auch schon wieder in Mist über, oder nicht? Ja, schön war es nicht. Geht das jetzt gleich mal weiter? Ja. Jetzt, achso, das war er. Ja, alles gut. Auch alles gut. Brauchen wir gerade alle nicht. Den wollten wir. Und zwar wollten wir da das Dieselfass abkoppeln. Eine Ballenpresse ankoppeln. So. Zwei Tanks sind voll hier von unserem unserer Hoftankstelle. Was ja schon ganz cool ist. Und wir stellen jetzt mal das Dieselfass jetzt mal da hinten ein. Neben den Viehanhänger. Vielleicht etwas sehr dicht geworden. So dicht wollte ich da nicht ran. Will zwar natürlich auch nicht zu viel Platz verschenken hier mit dem zwischen den Säulen, weil das schränkt schon ein. Aber ich will die auch nicht so dicht beieinander stellen, dass man die dann nachher nicht mehr rauskriegt. So, das muss reichen. Was habe ich denn jetzt ausgemacht? Ich wollte doch nur einen Vorwärtsgang einlegen. Machen wir jetzt gleich Quaderballen. Also wir müssen die Glasballenpresse haben. Dieses kleine Feld laden den Kurs aus dem Feld 20 dreschen. Nein, habe ich den nicht, das nicht gespeichert. Ich nicht. Wie auch immer, nützt nichts. Ich werde es herausfinden. Am ersten Wegpunkt einstellen. Auch immer hier jetzt gerade der erste. Nee, das passt ja. Ist ja mal gar nicht. Okay, Abfahrer entlassen. Dann machen wir das selber. Ist ja nicht so, dass wir das nicht können, ne? Ist ja nicht so, dass wir das nicht können. Erstmal müssen wir die Ballenpresse natürlich aufklappen. Die Ballenpresse einschalten. So, wir können natürlich hier auch mal die ganzen hässlichen Kurspunkte löschen. Wie auch war. Und dann müssen wir nächstes Mal dran denken, dass wir hier unbedingt den Kurs mal aufzeichnen. Dass wir das hier dann natürlich automatisieren können. Ja, aber ich meine, so ein bisschen selber machen. Heißt ja Landwirtschaftssimulator und nicht was weiß ich Simulator. Ich delegiere nur noch Simulator. Der große Delegationssimulator. Kann auch mal selber arbeiten.
ich ja sonst immer sage, delegieren statt transpirieren. Aber so beim Treckerfahren transpiriert man ja auch nicht so wirklich. Das ist ja alles noch sehr überschaubar. Ja, vielleicht lassen wir auch noch tatsächlich ein bisschen mehr. Machen wir noch ein paar mehr Ballen. Vielleicht machen wir nicht nur dieses eine Feld. Vielleicht lassen wir einfach noch ein Feld Ballen machen. Weil die Ballen kann ich auch zu Kompost verarbeiten, wenn ich möchte. Und genauso, wobei es... Kompost ist so ein bisschen schwieriger. Geht mit Ballen, muss ich aber alle mit dem Frontlader dann da reintragen. Und wenn ich das alles mit dem Sammelwagen mache... Oder auch mit einem anderen Anhänger. Dann geht das mehr oder weniger automatisch per Crossplay. Die Mischfutterherstellung kann ich das noch. Kann ich auch noch Strohballen verwenden, wenn ich möchte. Ich kann aber auch loses Stroh verwenden. Das ist. Bleibt mir im Prinzip selbst überlassen. So, jetzt fährt gleich bestimmt der Klaas Axion wieder hier vorne gegen den Baum. So wie er es immer macht. Naja, vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt der hier auch noch gar nicht rum. Mal, wie viel wir von dem Haufen hier wegkriegen. Ja, das ist doch schon ordentlich. Kommen wir ja nachher nochmal rum. Und dann holen wir den Rest da weg. Wegen so ein paar kleinen Fisselchen, die da noch rumliegen. Ja, ist natürlich nicht 100% Ausbeute. Aber ich glaube, im Verhältnis zur Zeit, die man braucht, um das auch noch alles wegzumachen, lohnt sich das schon wieder nicht. Ja, genauso wie hier so die Ecken, wo dann noch Frucht stehen geblieben ist. Lohnt sich jetzt für uns auch nicht wirklich da. Deshalb dann den Drescher nochmal von Hand hier überall rumzuschicken. So viel ist es nicht. Das sind 3% von einem Dreschertank oder so. Das ist wirklich überschaubar. Sonst bin ich im Moment gerade recht froh. Toi, 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 Klopf auf Holz. Wenn die ganzen anderen Cosplay-Sachen gerade so gut funktionieren. Vielleicht muss ich mir tatsächlich noch so einen Sammelwagen kaufen. Wenn ich einfach auch noch ein Feld, weil Zugmaschinen hätte ich ja noch. Ja nicht so, dass ich jetzt keine Zugmaschine mehr hätte. Da steht ja noch ein Traktor in der Garage. Und sonst noch einen Traktor kaufen. Ist jetzt auch nicht so eine schlimme Sache. Geld haben wir genug auf der Bank. 5,5 Millionen. Das ist ja schon nicht wenig. Obwohl ich natürlich auch gerne noch ein Feld kaufen möchte gleich. Aber erstmal müssen wir dann die Cultivator Density zurücksetzen, weil wir die Version 3.0 von der Nordfriesischen Marsch installiert haben. Und da brauche ich das. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich wollte erst die Ernte machen, weil sonst meine Felder auf einmal alle ungedüngt sind. Und wenn wir die Ernte gleich drin haben, wenn wir mit dem Dreschen fertig sind, mache ich dann irgendwann zwischen zwei Aufnahmen dieser Session, setze ich dann eben mal die Cultivator Density zurück. Dann geht's weiter. Wir die ganzen Grasfelder auch düngen, wenn wir wollen. Ja. Ich glaube, mehr Ballen brauchen wir auch tatsächlich gar nicht. Obwohl ich das natürlich schön automatisch machen lassen könnte. Nein, ich glaube, ich kaufe gleich tatsächlich noch einen Sammelwagen.
Wenn ich das gemacht habe, dann schicken wir einfach noch einen Trecker los, der hier schön Stroh sammelt. Auf den anderen Feldern. Alles andere hat ja keinen Sinn. Ja, was heißt keinen Sinn? Jo, jo. Kommen doch schon ein paar Ballen zusammen. Kann man nicht glauben. Will die Katz. Bei den Schwart auch drin. Ah, das Feld schaffe ich, glaube ich, in dieser Folge noch. Und in der nächsten Folge kaufen wir dann neuen Sammelwagen. Den zweiten. Gerade wenn ich dann unten nachher auf dem Feld 4, wenn ich das wirklich kaufen sollte, wenn ich da am Arbeiten bin und da dann mal Getreide angesät habe und dann das ganze Stroh auch aufsammeln möchte, da habe ich ja ewig sonst mit zu tun. Da reichen dann auch zwei Sammelwagen gar nicht, weil ich muss das Stroh ja auch irgendwo hinbringen. Oder ich muss gucken, ob ich dann da unten mir noch temporär ein Silosystem irgendwie hinstelle oder so, ob ich mir noch eins kaufe. Was ich dann da irgendwo neben die Brauerei stelle oder so. Einfach um zu sagen, jo, das funktioniert. Hier kann ich erstmal was zwischenlagern, weil jedes Mal vom Feld 4 hierher fahren, da wirst du ja bescheuert bei. Jedes Mal immer alles zu Kompost verarbeiten. Naja, ich brauche zwar Kompost, aber eben auch nur in Grenzen. Und ich möchte ja vielleicht auch mal noch wieder Pellets machen. Wobei, da habe ich, glaube ich, noch genug Rohstoffe. Da brauche ich im Moment weder Stroh noch Hackschnitzel. Hackschnitzel habe ich auch noch halbe Samensilo, Farmsilo voll. Also das ist schon gewaltig, was sich hier inzwischen angesammelt hat. Einmal hier. Letzte Reihe. Sammeln wir die auch gleich auf und bringen die auch gleich weg, aber das machen wir erst in der nächsten Folge, weil wir nähern uns hier schon wieder mit Riesenschritten dem Ende. Aussehen werde ich jetzt natürlich noch nicht, das mache ich erst, wenn ich die Cultivator Density zurückgesetzt habe. So. Wir sind hier fertig auf diesem Feld. Das heißt, ich werde jetzt mal die Ballenpresse abschalten, die Ballen abladen, die da noch drauf sind, und die Ballenpresse auch zuklappen. Und dann bringe ich die wieder. Pickup natürlich noch eben, ja, selbstverständlich. Und dann bringe ich die wieder zurück in den Schuppen. Nicht gegen den Pfeiler fahren. Ja, ich habe da so ein bisschen den Überblick verloren wegen dem Dach, dass ich da mal in die Kamera klippte. Das sieht natürlich nicht schön aus jetzt hier, ne? Ja, nicht so schräg da dazwischen stehen. Nein. Das soll ja, wenn dann schon vernünftig sein. Und so schnell geht das mit dem Ballenpressen. Hat ja nun nicht wirklich lange gedauert. Und schon ist das Feld fertig. Jetzt sammeln wir die Ballen schon ein. Nein, die Ballen sammeln wir noch nicht ein. Ich fahre jetzt mal zum Händler und guck mal, was es da für Sammelwagen gibt.
da jetzt keinen besonderen Mod für runtergeladen. Ich glaube, ich werde einfach noch so einkaufen, wie ich schon habe. So, was machen die hier? Ich hoffe, die arbeiten. Ja, der Lexion hat 27% Weizen. Der Klaas ist leer, der hat also alles ins Silo gebracht. Das ist doch schön. Das ist doch schön. So. Geh mal hier. Geh mal gucken, was es denn hier beim Händler geht. Finde ich auch lustig, dass das hier nur so Pappaufsteller sind. Ne? Ja, sehr, 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 sehr lustig. Was hast du mir hier zu sagen? Oh. Wo finde ich denn Sammelwagen? Ladewagen. Siehst du, heißt sogar noch Ladewagen. Ich bin mir nicht sicher. Ich meinte, ich hätte irgendwo mal Sammelwagen gelesen. Und den habe ich, glaube ich. Oder habe ich den hier? Den habe ich. 126.000. Ja. Und dann steht ihm ja eigentlich nichts im Wege, den nochmal zu kaufen. Reitreifen und rundumleuchten. Cool. Vielen Dank. Sehr aufdringlich. Und dann holen wir uns den. Da steht das gute Stück. Und was wir damit machen, das zeige ich euch beim nächsten Mal, in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, fürs Zugucken. Hinterlasst mir ein Like, einen Kommentar, abonniert mich, würde ich mich sehr darüber freuen. In diesem Sinne sage ich dann mal und tschüss.